Jo, Per. Ja, was los? Jim hatte einen Unfall. Wie ein Unfall? Ja, Jim hatte einen Unfall. Wir stehen jetzt hier alle und warten auf die Sanitäter. Nee, ernsthaft jetzt so? Ja, ernsthaft. Ist kein Spaß. Und ihr verarscht mich jetzt wirklich nicht? Nein, wir verarschen dich nicht. Komm bitte schnell her. Jim hatte einen Unfall. Oh Gott. Okay, ich beeile mich. Ich bin gleich da. Hallo? Peter, weißt du schon Bescheid, was passiert ist? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ich sehe aber, oh Gott, Steve, ich sehe nur einen Helikopter in der Luft. Da landet gerade ein Nothelikopter. Da landet gerade ein Nothelikopter? Ja, ich bin gerade genau am Spot. Da landet genau jetzt ein Nothelikopter gerade. Ja, dann kracht's gewaltig. Ach du Scheiße. Dann kracht's gewaltig. Ach, würdest du jetzt hinterlaufen? Was mache ich denn jetzt? Ich weiß es auch nicht, was du jetzt machst, natürlich nicht. Ich stell mal mein Moped hier ab und ruf an. Bruder, da landet gerade wirklich ein Nothelikopter ohne Scheiß jetzt. Treffen wir uns später noch, um zu gucken, wie es denn geht? Ich fahr auf jeden Fall noch später Motorrad. Also fahren wir zusammen später. Boah, Bruder, da landet gerade auf ernst ein Nothelikopter, ja. Jetzt vom Sport und dann kommen wir, dann fahren wir später Motorrad, ja. Jo, alles klar. Bis später, Bro, ciao. Ja? Ich bin jetzt da, was ist denn los, dass da ein Nothelikopter gerade landet? Ja, ist so. Ich bin jetzt da, aber ich kann jetzt nicht hinterkommen, Digga. Ja, verständlich. Lauf einfach vorbei auf dem Radweg oder so. Ja, aber ich muss meinen Helm mitnehmen, dann sehen die, dass ich auf jeden Fall mit Bobbit da bin. Ja, das ist egal. Ah, da kommt ein 125er-Fahrer gerade. Okay, dann stelle ich mein Moped ab und komme jetzt hintergelaufen, ja? Ja, genau. Ja, okay, bis gleich. Ich stelle jetzt mein Motorrad ab und laufe hinter. Wollt ihr mitkommen? Ja. Ich stelle es da drüben aber ab auf dem Fahrrad, oder? Nee, ich lasse es hier stehen. Na? Aber ich muss sagen, Nothelikopter ist vielleicht... Also ich weiß nicht, was los ist. Aber so wie Julian erzählt hat, ist Nothelikopter ein bisschen übertrieben, Digga. Aber mal gucken. Aber stark, wie er da gelandet ist, Digga. Er steht genau mittig zwischen den Bäumen. Ja, ist schon clean. Mann, der arme junge Mann. Wirklich. Weißt du, wer es ist? Ja, Jim. Kennst du Jim? Ja. Ich kenne euch noch gar nicht, oder? Kennen wir uns schon? Hallo, ich bin Per. Sorry. Ich hab nur gehört, ist es einer von uns? Und ich dachte so, uns? Hä? Die Karre soll in zwei Mädchen reingekracht sein. Und das eine hat nur Schramm und der anderen geht's nicht so gut. Aber mal gucken. Die Frage ist, welche zwei Mädels? Weil ich wüsste jetzt nicht, wer hier gewesen sein kann. Digga, das war so krass. Ich komme hier an und du siehst so, wie der Helikopter fliegt. Aber Nothelikopter ist immer eine Ansage. Helikopter ist wirklich immer eine Ansage. Ich glaube, das steht einfach nur zur Deko da. Ich steck mal schon mal die Kamera weg, jetzt ist es over. Wir müssen später noch mein Moped holen. Ist der Vater von Dings noch da wenigstens? Ja, guck doch mal, da steht er. Er ist da draußen links. Dem gehört ja 7, ist es anders? Alter, richtig mit Zahlen und Anna, so. Anna, oh, was macht denn Anna jetzt hier, Digga? Das ist halt scheingleich. Anna soll ich mal wieder verpissen, Digga. Passt. Lassen wir mit dann vorfahren oder? Wie fahren wir denn um die Baustelle rum? Weiß einer das? Weißt du, ob die ins Krankenhaus jetzt gefahren ist? Wir müssen auch die Schiene rausnehmen, genau. Es sieht mir noch nicht nach Totalschaden aber aus, Leute. Gut, dass die Karre nicht gebrannt hat wenigstens. Ja, das habe ich auch sofort gesagt. Vorne die Gabel, vorne ist alles krumm. Aber wenn nur die Gabel krumm ist und der Rest nicht, ist es... Ja, es... Also wird knappig, Digga. Der Rahmen ist halt angebrochen. Ach, ist der Rahmen angebrochen? Zeig mal. Also je nachdem, ob es die Farbe ist oder ob er angebrochen ist. Gute Frage. Ja, ich sehe es. Die Gabelbrücke unten ist gebrochen, definitiv. Ja. Hier ist halt... Es waren auch keine 200 beim Last dabei. Könnte schon. Ja, wenn der Rahmen gebrochen ist, ist es total schade. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir fahren jetzt der Schluss, wenn die fest ist überall. Annika? Ja. Du fährst meine. Ja. Hallo? Steve? Hallo. Wir müssen noch kurz an meinem Moped anhalten, ne? Nur, dass alle Bescheid wissen. Ab geht er, wir holen nur mein Motorrad. Komm schon mal mit. Sitzt du sicher da hinten ist... Ja. Wenn du runterfällst, fällst du runter. Okay, Entschuldigung, bist du glücklich? Der ist besser? Nee, alles gut. So.
Und wer hat denn den Leerlauf eingestellt hier? Alter, Mann! Julian, wir können nicht stehen bleiben. Mein Vater ist hinter uns. Ich weiß. Ja, komm jetzt. Leute, was macht ihr denn hier? Kommt mit hier rechts. Nein, was macht ihr denn da? Was ist mit den Goten los? Ja, ja, die Gurte, gerade eben. Also nicht los, sondern einfach die restlichen, das restliche Stück von den Gurten ist halt. Ach Quatsch, du musst ein bisschen übertreiben für Per sein Video. Digga, die komplette Maschine! Die Maschine! Nein! Wer bist du hier hinten? Über die ganze Maschine ist lose! Komplette Gurt ist ab. Sag ihm jemand Bescheid, oder? Ja, sag doch einfach mal Bescheid. Er ist gerissen, der Gurt. Der ist noch nicht gerissen. Doch, doch. Ist schon ober. Nein, der ist doch noch. Nee, der ist einfach alles gut, hä? Der ist rausgerutscht. Keine Show hier. Alles gut, keine Show, die Karre hält. Oh Leute, wobei die ist schon... Oh! So Leute, der erste Gurt ist weg. Ich hab's auf Cam. Stimmt den Gurt mit. Werf den einfach so auf die Karre drauf. Fahr jetzt neben die Karre und werf den einfach. Nein, warte bis auf die nächste Ampel, Digga. Kannst du dich kurz halten? Du kannst dich jetzt nicht einfach auf den Anhänger schmeißen, Digga. Ich sag ehrlich, der Vibe ist aber schon geil mit den ganzen Bikes und dann noch dem Bike auf dem Anhänger. Alter, das Ding ist so am Wackeln da hinten, Junge. Ein Huckel und das ganze Hinterrad ist in der Luft. Wir müssen schnell den Unfall nicht auf Video haben, damit nichts ist. Hallo Paul! Der Stärkste in der Gruppe muss leider filmen, sorry. Hallo, warum fahre ich ohne Pulli? Es geht nicht um Pulli. Nee, ich hab meine Nieren sind geschützt, weil ich ein Macher bin. Okay, Steve, wir müssen, bevor wir zum UKB fahren, an der Tank anhalten. Annika hat die ganze Zeit mein Bike auf Reserve gefahren. Ich bin bei 25 Reservekilometern, ohne dass sie es gesehen hat. Dann lernt man Red Bull auch mal fliegen, weil Red Bull vielleicht Flügel. Ja, hat Jim auch reingetrunken vorhin? Oh, nein. Wie du schon vor der Aussage lachen musstest, Digga. Der hat in seine SMCR ein bisschen irgendwo reingemacht, deswegen ist sie geflogen. Steve, was wird denn ready? Blauen. Ich will auch einen blauen. Ich hätte dann zweimal den blauen Red Bull Blueberry. Summer Edition. 3. Jerry macht 3. Dreimal. Wir machen dreimal draus. Ich hab gar kein Geld. Ich glaub, das ist ein. Das hat er so gehört. Weißt du, wie empfindlich die Mikrofone sind, Digga? Aber warum bist du nicht mit der 125er hier? Wie ist dein Name überhaupt, 125er? Weil ihr das stinkt, Jill. Jill. Jill, ich hab deinen Namen schon tausendmal gehört. Jill. Echt? Deswegen wusste ich ja auch, dass die Jill ist. Deswegen wusste ich ja, weil ich den Namen schon tausendmal gehört hab. SOS, Affalarm. Zieh die Schiffchen raus, doch. Lass sie drauf. Auf ihn setzen oben drauf. Wenn sie fallen, ist aus. Warum habe ich denn Jill noch nie kennengelernt, wenn Jill ein 125er fährt? Warum war die denn noch nie dabei? Nein, weil ich eigentlich in Gruppen fahre. Du fährst nicht in Gruppen? Jill, du kannst ruhig sagen, dass du Motorradführerschein gemacht hast, nur um mich zu beeindrucken, um irgendwann mit mir zusammenzukommen. Genau so ist es. Warte, sag mal kurz weiter, wird da gerade eine Glasflasche geworfen? Nee. Oh? Ja. Nein. Ich hab's auch scheppern hören. Ich nicht. Also ich nicht. Hat böse im Kopf gescheppert. Ich hab deine Mutter gescheppert. Ja, hast du dich gerade an Jill rangemacht? Yes, in peace, mein Führer. Was? Sag mal. Was? Hast du dich gerade an Jill rangemacht? Ach, nein. Sag mal. Ja, bist du der Typ. Die gehört doch mir. Ich bumse wirklich nie. Am Ende die Frage ist, Jill, lädst du Per auf dem Wasser ein? Digga, einmal habe ich ein Wasser getrunken und? Hat dann... So, wir dürfen Jim nicht mehr besuchen. Seine Mutter ist auch gerade auch drin und da darf halt nur eine Person rein. Ist auch verständlich. Ihm geht es soweit gut. Wie es dem Edels geht, die Verletzungen sind, wissen wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt sagen kann oder nicht. Deswegen sage ich gar nichts. Genau, außer dass wir nach Hause fahren. Ja, und mehr darf ich noch nicht sagen. Wie bei allen Unfällen kennt er ja mittlerweile. Genau, vielleicht kommt da irgendwann ein Update-Video zu oder nicht. Kannst du euch nicht sagen. Ich weiß nur, ich bin überall im ganzen Gesicht auch von Mücken zerstochen. Weil hier überall Mücken sind und es ist wirklich schrecklich. Ich fühle mich so schlecht. Ich habe eine Allergie gegen Mücken. Und es fühlt sich alles so scheiße an. Beim Motorradfahren geht's, weil dann ist kühl und da kann ich keine Mücke mehr stechen. Aber hier ist wirklich, es juckt alles. Es ist eine Katastrophe. Jim hat an Eumel geladen. Wollte mal kurz den Eumel machen. Tschüss, Annika.
Gute Prüfung morgen, schaffst du das? Boah, ja. Oh, mir juckt alles, wir müssen fahren, ich kann nicht mehr, es ist das Ende, wirklich. Mein Gesicht sieht dreimal schlimmer aus. Mein Kopf auch. Das heißt, ich bin am Arsch. Na, du siehst auch schlimm aus. Ich bin wunderschön. Nein, ist doch nur Spaß. Oh, Charlie, du bist wunderschön. Ein unglaublich, unbeschreibliches Mädchen. Ja, was man sich nur erträumen kann eigentlich.